Moin, ich Gambitspieler begrüße euch zum zweiten Aufgabenvideo der Videoreihe Wir lernen Schach. Und in diesem Video geht es ausschließlich um die Vertiefung der Rocade-Regeln. Und daher kurze Rede, auch kurzer Sinn und kurze Frage, welche Rochaden kann Schwarz ausführen und welche Weiß? Für diese Aufgabe habt ihr 20 Sekunden Zeit. Und das war's. Und die Antwort ist euch wahrscheinlich ganz einfach gefallen, denn Schwarz kann nur die kurze Rochade machen. Die lange Rochade ist unmöglich, weil noch die Dame, noch der Läufer und der Springer im Weg stehen. Also, der schwarze König sieht zwei Felder in Richtung Königshügel, 1, 2, und der Turm stellt sich neben dem König, die kurze Rochade. Für Weiß sieht es ähnlich aus, bloß er kann keine kurze machen, weil hier der Läufer und der Springer im Weg stehen. Also sieht das weiße König zwei Felder Richtung Damenflügel. 1, 2 und der Turm stellt sich daneben. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Doch bevor ihr hier die Aufgabe löst, erstmal noch ein paar Züge machen. Weiß nimmt den Springer auf B8. Springer nimmt diesen Springer auf E2. Der König schlägt den Springer. Der Turm schlägt den Läufer. Der König geht zurück. Der Turm geht zurück. Und nun die Frage. Welche Rochaden kann Weiß und welche Rochaden kann Schwarz machen? Ihr habt dafür 20 Sekunden. So, die Zeit ist um. Und die Antwort ist, Weiß kann gar keine Rochade mehr machen, weil sein König gezogen hat. Als Beweis, mein Schachprogramm sagt, nein, geht nicht. Also ziehen wir erstmal den König. Schwarz kann lediglich die kurze machen, denn die lange ist tabu, weil der Turm auf den Damenflügel gezogen hat. Beweis, mein Schachprogramm mag nicht. Also nur die kurze, zwei Felder vor. Und die Rochade ist machbar. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Welche Rochaden sind hier möglich? Wieder für beide Seiten. Und da es ein bisschen schwerer ist, gebe ich euch diesmal 30 Sekunden. So, die Zeit ist um. Und die Antwort lautet, Weiß ist jetzt notwendigerweise am Zug, weil er im Schach steht, kann im Moment keine Rochade machen. Er müsste erst das Schach abdecken und danach die Rochade machen. Schwarz selber kann beide Rochaden machen, aber das habt ihr sicher gesehen. Denn auch wenn der Turm angegriffen ist, kann immer noch eine Rochade erfolgen. Das gleiche, natürlich kann auch die lange Rochade gemacht werden, da ist ja gar keine Drohung. Ob eine Rochade in diesem Fall gut ist, ist eine andere Sache. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Hier hat Weiß schon rochiert und Schwarz möchte gern rochieren. Aber welche Rochaden darf er machen? Ihr habt dafür 20 Sekunden Zeit. So, die Zeit ist um. Und die Antwort ist, Schwarz kann lediglich die kurze Rochade machen. Die lange ist nicht möglich, weil der König über ein bedrohtes Feld gehen müsste. Hier ist zwar der Turm bedroht, aber wie schon vorher erwähnt, kann er immer noch ziehen.
Bitte sehr. Ach so, was ist dran? So, und jetzt zur letzten Aufgabe. Wieder die gleiche Fragestellung. Welche Rochaden sind möglich? Diesmal für beide Seiten. Da es beide Seiten sind und ein bisschen komplexer ist, gebe ich euch diesmal 30 Sekunden. Und die Zeit ist vorbei. Und die Antwort lautet: Weiß kann nur lang rochieren. Warum, fragt ihr euch? Ganz einfach. Wenn Weiß kurz rochieren würde, würde sein König im Schach stehen. Durch diesen netten Läufer. Er bedroht nämlich das Feld. Deswegen kann er nur lang rochieren. Für den schwarzen König gilt das Gegenteil. Er kann nicht lang rochieren, weil dieser Läufer das Feld bedroht und Schwarz dadurch ins Schach gehen würde. Also kann er nur kurz rochieren. So, und das waren die Aufgaben. Und ich hoffe, ihr habt sie alle lösen können. Euer Kampfspieler.